Sind Sie heute Morgen allein aufgewacht? Vielleicht nur mit Ihrem Kissen? Hatten niemand zum Kuscheln? Ja, wenn man so keinen hat, mit dem man kuscheln kann, dann kann einem das wirklich fehlen. Vor allem so das Gefühl von Sicherheit oder auch Geborgenheit. Das kann man sich ja aber auf diesen Kuschelpartys holen. Von denen haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Die kommen übrigens aus den USA. Und wir wollten mal wissen, warum das Konzept eigentlich so beliebt ist und haben unsere Reporterin gebeten, einfach mal mitzukuscheln. Klingt ja im ersten Moment immer so ein bisschen komisch, aber schauen Sie mal, wie die am Ende strahlt. Kleine Berührungen oder Gruppenkuscheln. Menschen, die sich bis vor wenigen Minuten noch wildfremd waren, liegen sich hier innig in den Armen. Genau das, was ich heute brauchte. Körperliche Nähe tut gut, auch wenn man hier erstmal seine Hemmungen ablegen muss. Und auch wenn alle hier im Raum voll im Cuddle-Modus sind, kann ich mich noch im Moment nicht so richtig erwärmen. Wir sind in Oakland an der Westküste der USA. Hier finden regelmäßig Cuddle-Partys statt, also Kuschelpartys. Und ich soll heute daran teilnehmen. An der Tür geht's gleich schon los. Auch wenn es für Außenstehende befremdlich klingen mag, das Konzept Kuscheln mit Fremden hat Erfolg. Monique Darling ist eine ausgebildete Kuscheltrainerin. Es kamen schon Frauen, die zum Beispiel eine Scheidung durchgemacht haben oder andere Traumata, die viele Jahre keine Berührungen mehr bekommen hatten. Das hier war für sie nach langer Zeit wieder das erste Mal. Wenn ich den Raum vorbereite, dann frage ich mich immer, wer wird wohl heute Abend kommen? Ein fester Bestandteil von Kuschelpartys sind Regeln. Bevor es mit dem Austausch von Zärtlichkeiten losgeht, werden die nochmal für alle Teilnehmer unmissverständlich erklärt. Eins vorweg, Sex ist hier verboten. Und auch die Kleidung bleibt an. Niemand muss kuscheln. Bevor gekuschelt wird, muss um Erlaubnis gefragt werden. Lachen oder weinen ist ausdrücklich erwünscht und Kuschelpartys sind vertraulich zu behandeln. Jetzt gerade sieht es für mich so aus, als ob es eine Sit-in-Party ist. Mal sehen. Es liegt eine Stimmung von Hilflosigkeit in der Luft. Wie fängt man denn jetzt an? Zum Aufwärmen gibt's Umarmungen. Während ich mich noch schwer tue, sind die anderen schon eifrig dabei. Es gibt da wohl einen extremen Mangel an Zuneigung. Ich bekomme nicht genug Berührungen, weder von Freunden noch in meiner Partnerschaft. Und ich denke, dass in unserer Gesellschaft viel zu wenig nonverbale Kommunikation betrieben wird. It's a safe space. Hier kann man sich anfassen, ohne gleich Sex zu haben. Kuscheln ist wahnsinnig beruhigend. Kuschelst du mit? Ja, das ist toll. Let's see. Mal sehen. Kuscheln macht glücklich, das zeigen psychologische Studien. Es reduziert Stress und wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Dadurch, dass Sex keine Option ist, fühlen sich die Teilnehmer in einem sicheren Raum. Nach einigem Zögern lasse auch ich mich ein. Und nach 2 Stunden kommt die Erkenntnis, dass auch fremde Menschen plötzlich gar nicht mehr so fremd sind. Ich habe heute einen wichtigen Schritt gemacht, meine Kuschelphobie zu überwinden. Die Zeit ist schnell vorbeigegangen. Ich habe mich sehr wohl aufgehoben gefühlt. Beschützt. Ja, das war meine erste Cuddle-Party. Am Anfang sehr merkwürdig, aber irgendwann kommt man so rein. Es ist eine ganz tolle Energie hier, es sind tolle Menschen. Ich könnte mir vorstellen, es noch mein zweites Mal zu machen. Emotionen über Nähe zeigen ist heilsam für die Seele. Das nehme ich heute für mich mit. Monique und Cassie erzählen mir, dass sie schon viele TV-Crews auf ihren Partys hatten. Aber ich bin die erste Reporterin, die tatsächlich an einer teilgenommen hat. We can do both ways, Caroline.